Jo, hallöchen, herzlich willkommen zur 38. Folge von Hard Economic Don hier im American Truck Simulator mit dem Hard Economic Mod vom Herrn Klaas. Ja, wir sind genau oder fast da, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Da habe ich ja noch mit mir gerungen, welche Tour ich annehme hier bei der Firma. Da gab es einmal die leichte Tour, die wirtschaftlich wäre, aber die schwerere hier wäre mal eine andere Abwechslung, mal eine andere Gegend. Wir fahren, das wäre nach Las Vegas. Die habe ich jetzt auch genommen. Ich muss dazu sagen, die Entscheidung wurde mir eigentlich abgenommen, weil ich habe es nicht rechtzeitig geschafft, die andere Ladung anzunehmen. Also als ich hier ankam, war die Ladung schon weg. Deswegen fahren wir jetzt, ich blende es mal kurz ein, Fernsehgeräte, 32.500, nee, stimmt ja gar nicht, 32.000 Pounds, einfach nur, das sind etwas mehr als 14 Tonnen. Das ist für den ATS schon relativ viel. Jetzt hier nach Las Vegas in Nevada. Wir gucken mal ganz kurz auf die Karte, ob man hier planmäßig irgendwas... Ja, bin ich auch schon alles gefahren. Ja, nach Las Vegas. Las Vegas. Ja, hier kann man auch nicht viel ändern. Über Prim halt, ne? Ja, vielleicht kommen wir von hier aus dann mal so ein bisschen nach Nevada rein. Weiß ich nicht, aber was ich weiß, unser Dieselkraftstoff. Ich bin hier auf den Knopf gekommen. Ah, geile Sache. Ja, ich bin hier einfach auf Zündknopf gekommen. Tut mir leid. Machen wir wieder an. Ja, unser Kraftstoff ist etwas weniger geworden. Wer hätte das gedacht? Ganz kurz noch mal. Dankeschön. Habt ihr gelächelt? Ja. Ja, unser Kraftstoff wird knapp, ne? Also es wird wohl darauf hinauslaufen, dass wir in dieser Folge tanken müssen. Ich hoffe auch, dass wir das dann auf dem Rasthof ganz kurz gucken. Nächste Pause in 4 Stunden. Fahrzeit 6 Stunden, das trifft sich sehr gut. Da werden wir dann mal... da werden wir dann einfach mal Rasthof anfahren. Jetzt dauert noch ein bisschen so im Laufe der Folge halt, so gegen Ende, so im letzten Drittel. Einen Rasthof anfahren und dann mal ordentlich wieder Diesel fassen und dann gleich unsere Pause noch machen. Das ist wahrscheinlich das Gesündeste, was man machen kann. Hoppala. Ich war mir jetzt nicht sicher, warum der steht, ob der wirklich rot hat oder der noch anfährt oder... Dann lieber mal kurz gewartet. So können wir uns schön rollen lassen hier. Na, müssen wir noch ein bisschen bremsen oder? Nee, geht so. Oh, herrlich. Jetzt haben wir gut Kraftstoff gespart. Gucken wir, glaube ich, welchen verblasen. Drauf aufs Gas. Ja, das ist so.
jetzt kommt natürlich der Riesenberg hier, Wahnsinn. Natürlich auch nicht zu kämpfen. Ja, ein bisschen ist aber noch drin im Tank. Ich werde es doch nicht so lange warten lassen. Ich wollte eigentlich so gegen Ende der Folge tanken und Pause machen, aber wegen der Fahrzeit. Aber ich denke mal jetzt 3 Stunden. Da gehen wir kein Risiko ein. Nächste Tankstelle, nächster Rasthof gehört uns. Ich habe jetzt auch, muss ich ehrlich gestehen, nicht groß was geplant. Ich habe nichts. Hier kommt jetzt nach, kann man rasten, aber hier kann man nicht. Nicht tanken, das bringt uns erstmal nicht weiter. Wir werden einfach ja, bis zur nächsten Tankstelle warten und da, wie gesagt, dann es kommt aber was, weil wie gesagt, ich habe mich nicht darauf vorbereitet. Ich fahre jetzt mehr oder weniger einfach nur aus gerade wohl los in der Hoffnung, dass schon irgendwas kommt. Ist ein bisschen blauäugig eigentlich, aber. Jetzt ist es eh nicht mehr zu ändern. Oder kommt schon irgendwas vor uns oder ist da was? Jawohl. Nee, da ist doch keine Tanke, oder? Ist das eine Tanke? Doch. Muss ich langsam machen, ich kenne mich auch noch nicht aus. Hier können wir jetzt Diesel fassen. $2,33 die Gallone. Wahnsinn. Obwohl eigentlich nicht, oder? Wenn man das zurückrechnet, eine Gallone ist ja auch ziemlich viel. Ja, das ist die Karre jetzt erstmal voll hier. Da vorne machen wir dann unsere Pause. Irgendwie unchristliche Zeit, oder? 5 Uhr nachmittags, dann machen wir Pause. Das ist voll die Hütte, was reingeht. $663 will der jetzt von mir haben. Was kriegt man hier für den Auftrag? 630. Okay. Okay, okay. Also eine Tankfüllung. Etwas mehr wie eine Tankfüllung. Sehr schön. Mach doch mal das Zeug weg. So, es müsste wieder voll sein, jawohl.
Ja, passt doch eigentlich ganz gut mit der Fahrzeit. Also hätte ich es nicht gedacht. Ich dachte, wir müssen. Manchmal ist es eben auch ganz gut. Wenn man doch einfach mal ins aus gerade wohl losfährt. Manchmal passt es eben. Manchmal passt es dann eben. So wie bei uns jetzt. Prima. So. Dann machen wir mal unsere, ja, ich denke doch mal, wohlverdiente Pause. 2 Uhr morgens. Oh, das ist doch Wahnsinn. Müssen wir aus Gas trampeln hier. Der Kollege neben mir wird sich freuen. Was mich mal interessieren würde, ist das bei den Amis wirklich so, dass die hier jedes Mal rückwärts ausparken müssen? Weil wir haben Glück, wir können jetzt hier über die Parkflächen ziehen. Sogar eine Waage, hätte man sogar wiegen können. Da standen aber die Cops am Straßenrand. Die haben mich dagegen, wenn ich da ein bisschen auf Standstreifen fahre, das gibt's nicht. So, da fahren wir wieder so unsere 48, 49, 50 Meilen pro Stunde. Das ist für den alten Laster hier schon eine ordentliche Tortur. Jetzt hätte wieder zu kämpfen, jetzt hätte wieder zu kämpfen, ja. Das ist aber auch ein Anstieg. Der Vorteil ist eben, wenn du von Grund auf mit höherer Drehzahl fährst, brauchst du nicht so oft runterschalten am Berg. Aber das macht mich irgendwie sehr müde, obwohl gar nicht Nacht ist, also nicht in der Realität. Im Spiel schon jetzt aber. Ich habe übrigens das erste Mal hier in der Wheelcam jetzt keine Lampe an. Ich habe so viel Tageslicht jetzt in der Wohnung, dass ich keine Lampe brauche für die Wheelcam. Das ist schon ein kleiner Erfolg, das heißt, es wird Frühling. Es ist ja schon ein Erfolg, dass man bei Tageslicht aufnehmen kann. Es scheint mir so die Sonne hier ins Zimmer, dass es bei Nacht schon eine kleine Herausforderung ist, hier zu fahren. Also ich sehe eigentlich wirklich nur einen Lichtkegel. Das ist eigentlich wie ein echt. So ein bisschen sehe ich auch, dass das den Rest weil ich aber wirklich richtig nicht.
Leute, brauchen wir keine Angst, da müssen wir geblitzt werden. Hier, das ist die Cops rausziehen wegen der Geschwindigkeit. Das passiert mit dem LKW nicht so schnell. Höchstens in der Uhr 230 ist. Naja. Da ist sowieso reingefahren. Die reagieren ja sowieso nicht auf die Lichthupe. Ich mach's trotzdem. Finde ich irgendwie cool. Wir sind übrigens schon in Nevada. Vor uns liegt Las Vegas. Richtig amerikanische Weiden hier. Und ein Flugzeug. Man hat sich eben schon mal überholt hier. Dass man da einen Grauer kennen wird, oder? Davor halt links weiter, wenn es jetzt drin besser geht. So, unsere Abfahrt liegt jetzt voraus. Las Vegas Downtown. Hinter uns ist keiner, beziehungsweise er ist noch relativ weit weg. So langsam hier. Ach, da geht's ja alle weiter. Ach, du ahnst es nicht. Ist der nicht raus oder was? Ja. Du hast doch Tinte gesoffen, ey. Siehst du, dass ich hier rausfahre? Meine Herren, sie müssen eben draufhalten, ja? Sie müssen eben draufhalten und ihr Recht durchpochen. Sag mal. Das gibt so alles nicht. Wurde langsamer, wenn du rüberziehst hier, dann... Überziehst hier denn? Ach ne, ihr wisst schon, was ich meine. Ah, das wird sowieso grün. Quer durch Las Vegas, so wie ich die Sache hier einschätze.
immer mal ein bisschen auf den Querverkehr gucken, also auf die Ampel im Querverkehr, da kann man auch schon mal ein bisschen abschätzen, wann grün wird. Den jetzt der Querverkehr fährt, der LKW bleibt stehen, das heißt, wir müssen jetzt eigentlich jeden Moment. Nee, ja, Denkfehler von mir, das ist, wenn man zu viel denkt. Das war ein Denkfehler von mir, der hat ja mit uns grün gehabt, der Gegenverkehr, logischerweise. Also konnten wir nicht so schnell grün kriegen. So, aber jetzt Querverkehr hat noch grün, immer noch grün. Rot, können wir im Gang drinnen lassen, ohne Gas. Halt die Ampel ranrollen, spart einen Haufen Treibstoff. Jetzt haben wir hier parallel zur Interstate oder wie? Sehr cool. Oh, wir müssen auch hier rein. Ne? Oder? Ja. Ja, das ist. Das ist unsere Einfahrt hier. Oh, das ist wieder so eine riesige Schwelle hier. Ja. Mit größerer Vorsicht zu genießen. So, ich möchte gerne abladen. 15 EP. Da bin ich mal gespannt. Das sind jetzt nur 2 Sterne. Bestimmt schwierig, aber wie manche. Drei Sterne, ein Parkmanöver, das ist manchmal so unterschiedlich hier. Kann ich nicht immer nachvollziehen. So. Ich kann meinen Track auch wieder nicht blockieren. Eben habe ich es noch probiert, da ging's. Und jetzt geht es auf einmal nicht mehr. Ich verstehe das nicht. Was ist eigentlich, wenn ich jetzt hier drücke? Ne, das geht überhaupt nicht. Das verstehe ich noch nicht so richtig, womit das zusammenhängt. Ich hatte es ja letztes schon mal, wo ich es blockieren wollte und es ging nicht. Da hat es am Profil gelegen. Da war auf einmal wieder das Standardprofil. War das Standardprofil aktiviert. Deswegen ging das nicht und jetzt weiß ich nicht. Ich bin mir aber ziemlich sicher. Ich meine, ich habe ja vorhin schon mal die Sicht zentriert im Spiel. Wenn ihr das mitgekriegt habt. Und da ging das ja auch über den Knopf hier. Jetzt auf einmal geht es nicht mehr. Also scheint wahrscheinlich irgendwo während des Spielens, ich vermute mal irgendeinen Knopf, dafür verantwortlich sein, dass vielleicht das Profil gewechselt wird.
Während ich das hier so philosophiere und vermute und spekuliere, werde ich manövriere ich gerade den riesengroßen Frachtwagen souverän an die Rampe. Applaus. Quatsch. Aus mit der Karre hier. Wir sind ja schon bei 26 Minuten in der Folge. Wird Zeit, dass wir hier mal zu Potte kommen. Oh, wir sind spät dran. Schnell abladen. Aber noch ausgezeichnet. Alles noch im grünen Bereich. Wer es wissen will, 50 Gallonen. Das sind umgerechnet knapp 190 Liter. 249 Meilen sind umgerechnet. 400 Kilometer in etwa. Ja, das, was wir jetzt verdient haben, haben wir schon alles schon längst über den Tank geschüttet. Aber alles in allem, denke ich mal, lief es ganz gut. Wenn ihr auch der Meinung seid, dass es ganz gut lief, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Abonniert, kommentiert, was das Zeug hält. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's schön gut, gell? Ciao.